Herr Kubicki, wie finden Sie eigentlich Robert Habeck? Persönlich nach wie vor ausgesprochen nett. Also, ja? Ja, ich finde ihn sympathisch. Aber? Steht da ein sehr großes Aber im Raum? Nicht aber. Ich glaube, momentan finde ich nicht, dass er eine vernünftige Politik macht, aber das wird er anders sehen. Insofern ist auch der Grund, warum wir nicht in gleichen Parteien sind. Seit wann ist das so? Sie haben ihn mal sehr gelobt. Sie haben gesagt, das ist ein richtig guter Mann, auch hier in der Sendung. Ich habe es hier mal, wir haben das ja, mal rausgeholt. Sehr interessant. Vor ein paar Jahren mal haben wir Sie nach Robert Habeck gefragt. Ich glaube, 2017, na, da kam Sie, wollen wir mal reinhören? Ich kam aus dem Schwärmen nicht herauf. Gott. Ich möchte sagen, es war kurz vor Liebe, bitte. Ja, ist klar. Selbst die beiden großen Parteien haben ja begriffen, dass die Große Koalition wirklich wie Mehltau auf dem Land gelegen hat, dass sich da was ändern muss. Und es wird spannend zu sehen, wie das am 24. September ausgeht. Ja. Die Grünen haben sich bedauerlicherweise falsch entschieden. Sie hätten Robert Habeck zum Spitzenkandidaten machen müssen. Der Spitzenkandidat aus Schleswig-Holstein, mit dem Sie gerade Jamaika machen. Ja? Toller Typ, wie ich finde. Schade ihm jetzt, wenn ich das sage, als Liberaler. Aber trotzdem, der wäre auch ein Anknüpfungspunkt gewesen für viele Menschen, die, sagen wir mal, zwischen uns, Sozialdemokraten, Grünen und Herpendeln, ihn zu wählen. Mit Cem Özdemir und Göring Eckert wird das, aber diese, sag ich doch, kurz vor Liebe. Na, was ja, ist dann passiert? Na gut, zunächst einmal haben wir, wie ich finde, wirklich sehr problemlösungsorientiert an der Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein gespielt. Die wäre es jetzt ohne uns beiden ja gar nicht gegeben. Und das ist ja Ihr Lieblingsgegner. Und wir beide haben auch 2017 miteinander gerungen darum, eine Jamaika-Koalition auf Bundesebene hinzubekommen, die aus vielerlei Gründen dann nicht funktioniert hat. Und wir haben auch gemeinsam noch für eine Ampel 2021 uns vereinbart. Ich will jetzt nicht spekulieren über das, was mit ihm passiert ist. Er ist nach wie vor ein toller Mensch und ein pragmatischer Typ, aber er hat eine ganze Reihe eine ganze Reihe von Problemen, die viel damit zu tun haben, dass er nicht der unumschränkte Herrscher bei Bündnis 90 Die Grünen ist. Ich vorlese mal ganz vorsichtig. Er muss immer auch Rücksicht nehmen, was er in Schleswig-Holstein nie musste, auf Strömungen seiner Partei, die er möglicherweise noch braucht für seine weiteren Ambitionen. Und das hemmt ihn etwas, finde ich. Was heißt das? Reden Sie mal klar und deutlich, Jakob. Wir sind doch ein Freund der klaren Aussprache. Ich soll aber jetzt immer diplomatisch reden, Sie haben mich heute nicht dazu bekommen, Löffel zu gebrauchen, die mich dann morgen Sie wieder... Sie mich da nicht Ratatouille jetzt wieder sagen. Stunden meines Lebens kosten werden. Ich glaube, dass er das Gefühl hat, dass er sehr schnell beweisen muss, dass er ein guter Wirtschafts- und Energieminister ist. Und deshalb viele Dinge in einer Geschwindigkeit auf den Weg bringt, die für die Problemlösung nicht gerade zielführend sind. Okay. Er befindet sich in einem internen Wettbewerb nach wie vor mit Annalena Baerbock, persönlich, mental, aber auch faktisch um die Frage, wenn die Grünen noch mal einen Kanzlerkandidaten stellen sollten, warum diesmal nicht er, sondern sie. Und deshalb muss er... Das hat er gelernt. Früher war er ganz anders. Früher war er mehr so, wie ich gesagt, völlig wurscht. Wir machen das einfach. Jetzt hat er gelernt, er muss auf Strömungen Rücksicht nehmen, die ihm früher egal gewesen wäre. Ich behaupte, das kann er morgen dementieren, wenn es nur nach Robert Habeck gegangen wäre, hätten wir die Kernkraftwerke auch noch mindestens bis Ende 2024 weiterlaufen lassen und dann hätten wir sie abgeschaltet. Aus Sicherheitsgründen. Nicht, weil wir, er und ich, Fans von Kernkraftwerken sind, sondern auch aus Sicherheitsgründen, weil die Sicherheitslage bei der Energieversorgung eben nicht so optimistisch dargestellt werden kann, wie es gegenwärtig der Fall ist. Okay, und welche Rolle spielen Sie dabei? Also, wenn ich Frau Pinzler richtig verstanden habe, würde ich sagen, Sie sind sozusagen der Don Cravallo, der dann regelmäßig gegen Habeck austeilt. Ich teile deutlich weniger gegen Habeck aus, als gegen andere. Aber also richtig. Einmal, mein Gott. Nicht einmal. Wann denn noch? Eine miserable Politik, was Sie ihm alles vorgeworfen haben. Ja gut, das ist ja nicht Aussagen, das ist die Beschreibung der Wirklichkeit. Also Aussagen. Okay. Entschuldigung, was Falsches im Kopf. Frau Pinzler, können Sie lösen? Wie nehmen Sie das wahr? Was passiert da gerade innerhalb dieser Koalition? Das ist doch wirklich interessant. Ich habe das vorhin auch einleitend gesagt. Man hat das Gefühl, also man fragt sich regelmäßig, ist die FDP eigentlich noch in dieser Regierung oder die Opposition oder die bessere Opposition? Ja, man fragt sich, ob sie jemals in dieser Regierung angekommen ist. So. Oder ob sie eigentlich immer noch im Wettstreit mit der CDU um den besten Oppositionsplatz ist. Das ist der Eindruck, der sich mir eher vermittelt. Ich meine, wenn wir dieses ganz konkrete Beispiel, über das wir wahrscheinlich gleich noch reden werden, nehmen, sogenannte Gebäudeenergiegesetz. Bitte. Das stand im Koalitionsvertrag. Was stand da drin, dass wir Wärmepumpen einbauen? Kein Wort. Also jetzt sind wir schon mittendrin. Hier werden nämlich dauernd Falschmeldungen provoziert. Es steht drin, dass wir die Wärmewende wollen, hin zu einer CO2-neutralen Wärmeversorgung. Da steht nicht drin, halt in Wärmepumpe. Was steht denn da genau drin in diesem Koalitionsvertrag? Da steht sehr viel drin. Da steht beispielsweise der entscheidende Satz. Wie lautet der? Haben Sie den im Kopf? Ja. Sie haben das ja mitverhandelt.
Sie sind Jurist. Ich habe nicht alles im Kopf, aber ich kann Ihnen sagen, dass dort drin steht, dass wir die Wärmewende wollen zur CO2-neutralen Wärmeversorgung, klimaneutralen Wärmeversorgung, möglichst. Nicht unbedingt, sondern möglichst. Und da steht kein Wort von nur Wärmepumpe, da steht kein Wort von nur elektrisch. Was ja auch unsinnig ist, dazu kommen wir vielleicht noch. Und darüber werden wir ja noch im Deutschen Bundestag befinden. Wir sind übrigens noch gar nicht so weit, Frau Prinzler, ich weiß, dass die Zeit das nicht weiß. Aber wir haben... Vielleicht können Sie mir das vorwerfen. Dem Deutschen Bundestag ist sogar kein Gesetzentwurf zugeleitet worden. Das ist interessant. Das ist nicht interessant, sondern es ist Faktum. Wie funktioniert Gesetzgebung? Vielleicht darf ich das mal ganz kurz erklären. Unbedingt. Erklären Sie uns. Ja? Die Bundesregierung macht einen Gesetzentwurf und leitet diesen dem Bundesrat zu. Mhm. Das ist passiert. Der Bundesrat macht dazu eine Stellungnahme, die geht zurück an die Bundesregierung. Dann kann die Bundesregierung dazu noch eine Stellungnahme machen und dann leitet die Bundesregierung das dem Deutschen Bundestag zu. Das wird frühestens, wenn überhaupt, nächste Woche passieren. Momentan ist das Parlament mit der Frage noch gar nicht beschäftigt. Warum haben Sie denn dann schon 100 Fragen formuliert, wenn Sie das Ding noch gar nicht haben? Wir sind ja... Also, wir haben einen Entwurf von Robert Habeck. Das ist eine sehr gute Frage. Touché. Warum? Das ist gar keine gute Frage. Doch, eine sehr gute Frage. Exzellente Frage. Wir sind mit den Grünen in einer Koalition. Sie kennen es noch nicht mal und haben schon 100 Fragen. Nein, wir kennen den Gesetzentwurf von Robert Habeck. Deshalb haben wir zu seinem Gesetzentwurf eine Reihe von Fragen. Das ist einer Koalition so üblich. Eigentlich ist in der Koalition auch üblich, dass es keine Gesetzentwürfe gibt, die nicht vorher besprochen worden sind. Wir haben da eine neue Methode entwickelt bei Bündnis 90 Die Grünen. Das passiert einfach so. Egal. Jetzt haben wir eine Frage an das Bundeswirtschaftsministerium, ob vieles von dem, was dort drin steht und behauptet wird, zutreffend ist. Und diese Fragen werden beantwortet werden müssen. Beispielsweise, ob es rechtlich überhaupt zulässig ist, zu differenzieren zwischen öffentlichen Bauten und privaten Bauten. Ich halte das für unzulässig, dass man, wenn es ja darum geht, CO2 einzusparen, Ausnahmen für öffentliche Bauten ins Gesetz schreiben kann. Also der Staat darf von den Privaten nichts verlangen, was er nicht selbst zu geben bereit ist. Es geht ja um CO2-Einsparung und nicht um irgendwas anderes. Es geht um die Frage, ob die Berechnung der Kosten so zutreffend ist. Da haben wir ganz große Zweifel, ob wir mit 130 Milliarden Euro auskommen. Es gibt mittlerweile Schätzungen, die in den Billionenbereich hineingehen. Es gibt eine ganze Reihe von Fragen, die beantwortet werden müssen, sinnvollerweise. Okay. Und wenn wir sie haben, diese Antworten auf diese Fragen, möglicherweise ändert sich das Gesetz ja auch noch, der Gesetzentwurf, dann haben wir eine Möglichkeit, bei den Beratungen in den Ausschüssen des Deutschen Bundestages auch entsprechend zu agieren. Ganz kurz, Frau Pinzer, Sie dürfen sofort, aber nur eine ganz kurze Nachfrage, damit ich es einmal verstehe, weil Sie gerade uns so schön das erklärt haben, wie das läuft. Also die Bundesregierung macht dieses Gesetz. Das Gesetz macht der Deutsche Bundestag. Genau. So, nein, also den Vorschlag meine ich jetzt. Macht das Kabinett. So. Dann geht es in den Bundesrat, sagten Sie gerade. Dann machen die Anmerkungen. Ja, die haben gerade im Bundesrat, das war ja gerade. Da sind Sie ja auch. Mit vielen Anmerkungen, bedauerlicherweise sind wir da nicht im Bundesrat. Also da sind Sie gar nicht beteiligt, haben die nichts mit zu tun? Doch, wir sind in zwei Landesregierungen, glaube ich, vertreten. Aber wir sind bei der Bundesratsentscheidung, das, was momentan... Nein, nicht die Entscheidung, aber Sie wissen, was drinsteht. Ja, es hilft ja nicht weiter. Also Sie, was anderes hinaus. Die deutsche Öffentlichkeit weiß das auch, was öffentlich geworden ist. Ganz kurz, dann geht das wieder zurück ins Kabinett, sagten Sie? Nach der Stellungnahme des Bundesrates. Genau, und dann wird es irgendwann vorgelegt. Ja, dann kommt es in den Deutschen Bundestag. So, dann kommt es in den Deutschen Bundestag. Und noch bevor das Ding überhaupt wirklich öffentlich ist, haben Sie aber öffentlich, und das ist mein Punkt, das Ding ist doch öffentlich. 100 Fragen. Das Ding ist doch öffentlich, das ist doch verschickt worden vom Bundeswirtschaftsministerium, an die Verbände, an die Presse. Es geht darum, welche Nummer man daraus in der Öffentlichkeit medial macht. Ja, wir haben erstmal nur Fragen übermittelt. Medial haben wir daraus nichts. Sie hätten doch all diese Fragen längst stellen können. Wem gegenüber denn? Am Kabinettstisch, im Bundesrat, in Ihrem Fachhaus, überall. Wer ist denn dann da Sie? Ich sitze nicht im Kabinett. Nein, aber 92 Bundestagsabgeordnete der FDP sitzen nicht Herr im Kabinett. Herr Wissmann sitzt im Kabinett, Frau Stark-Watzinger sitzt im Kabinett und einige andere auch. Ja, wenn Sie, aber noch einmal, der Gesetzgeber ist der Deutsche Bundestag. Es entscheiden die Fraktionen des Deutschen Bundestages nach Erörterung und Beratung. Okay. Vorher nicht. Dann sagen die FDP wie viele Fragen zu Autobahnen, Neubau, zu Haushalt, zur Kindergrundsicherung musste Christian Lindner jetzt schon auf Drängen der Grünen öffentlich beantworten? Frage. Das BMWK muss die Fragen nicht öffentlich beantworten. Wir erwarten eine Zuleitung an die Fraktion des Deutschen Bundestages. Ja, haben Sie irgendwas davon wahrgenommen? Mit Sicherheit haben Bündnis 90 die Grünen und Sozialdemokraten sowohl bei der Kindergrundsicherung, die ist im Ministerium von Frau Paus, vor allem bei Wissing, bei den Autobahnen, kann ich Ihnen sicher sagen, gab es Dutzende von Anfragen, von Fragen, die Bündnis 90 die Grünen beantwortet haben wollen. Aber nicht öffentlich. Es gibt nicht diesen ganzen öffentlichen Budenzauber. Das ist das, worauf Frau Pinzler abhebt. Wenn Sie sagen. Also das wird intellektuell wirklich nicht zielführend. Weil warum? Wir haben als Bundestagsfraktion Fragen gestellt. Das ist das normale parlamentarische Verfahren, wie andere Fraktionen das auch machen. Wir haben diese Fragen gestellt und wir erwarten vom BMWK eine Antwort. In der eigenen Regierung?
Ja, so macht man das normalerweise. Also Frau Pinzler. Ich schicke jeden zweiten Tag Schreiben an den Minister der Regierung und habe Fragen. Was ich interessant finde, ist, dass Herr Kubicki sich tatsächlich so generiert, als sei er Opposition. Dieses Gesetz, jetzt mal ganz unabhängig davon, dass es einen langen Koalitionsausschuss bei 30 Stunden gab, der sich geeinigt hat, dass man es jetzt macht. Lassen Sie mich kurz ausreden. Das ist dass dieses Gesetz in den sogenannten Ressortumlauf geht. Also genau. Bevor das Wirtschaftsministerium das ans Kabinett gibt, geht das durch alle anderen Ministerien. Da hätte also die FDP, die Teil dieser Regierung ist, vielleicht nicht Sie, Herr Kubicki, aber Ihre Parteikollegen, Herr Wissing und andere hätten sagen können, an diesem Punkt und an diesem besser noch mal nach. Lassen Sie mich ausreden, bitte. Die können das sogar stoppen. Die können sagen, in diesem Ressortumlauf-Ding, wir wollen das noch nicht, das ist noch nicht fertig. Ist nicht passiert. Dann ist das im Kabinett gewesen und dann ist es verabschiedet. Also es ist nicht verabschiedet, es ist im Kabinett und geht jetzt dann in den Bundestag. Und jetzt sagen Sie in der nächsten Runde, obwohl Sie Teil dieser Regierung sind, auch das ist wieder falsch. Nö, jetzt haben wir doch noch mal 100 Fragen. Ja. Also das ist vom Habituellen, ist es einfach Opposition und nicht Teil einer verantwortungsbewussten Bundesregierung, die versucht, etwas zu klären. Wir machen daraus ein vernünftiges Gesetz, unabhängig davon, was die Zeit davon hält oder nicht hält. Ich will noch mal sagen, im Kabinett, der erste Entwurf von Robert Habeck ging zunächst raus an Verbände und andere, bevor überhaupt jemand damit befasst worden ist. Dann kam der erste Entwurf ins Kabinett, da hat die FDP gesagt, geht so nicht, zurück in die Montagehalle. Dann ist das zurückgegangen als BMWK. Auch ein interessanter Terminus, ne? Das ist nicht von mir, aber es ist trotzdem gut. Also noch mal, war gut, war wirklich gut? Ich finde den Begriff ganz gut. Montagehalle. Wenn man in der eigenen Regierung... Also, Was ist das? Ist das gut oder ist das Knüppel aus dem Sack? Ja, dass man Gesetzesentwürfe zurückschickt, ist in aller Regel mit gut. Mit dem Wording, zurück in die Montagehalle. Dieses Gesetz ist so schlecht, das muss grunderneuert werden. Jetzt sind wir schon wieder bei Semantik. Wir schicken das zurück und erwarten eine Überarbeitung. Herr Kubicki, bitte. Also, ich streite mich immer total gerne mit Ihnen und wir sollten es jetzt mal machen. Also, wenn Sie sagen, das ist Semantik, einfach nur Wortklauberei, dann frage ich Sie, warum machen Sie dann diese Wortklauberei? Nicht Sie persönlich, aber in dem Fall die FDP. Sie machen doch die Wortklauberei, indem Sie solche Vokabeln benutzen. Sie wissen doch ganz genau, dass das in der nächsten halben Sekunde medial verfängt und dann rauf und runter geht. Und das hat ein irrsinniges Verhetzungspotenzial. Mag ja sein. Und jetzt sind wir bei dem, Und jetzt sind wir bei dem Punkt, dass wir sagen, jetzt müssen wir dem zustimmen, weil wir semantisch auf der falschen Spur waren. Okay. Nein, aber Sie werfen mir semantische Spielchen vor. Ich habe den Begriff nicht gebraucht. Ich habe nur gesagt, ich finde ihn gut, hätte auch von mir sein können. Aber ich habe den nicht gebraucht. Ich habe nur gesagt, der Gesetzentwurf ist zurückgegeben worden zur Überarbeitung. Also, wie sieht die FAZ das? Genau, die Zeit hat sich verstanden. Ich würde vielleicht jetzt mal mir die Freiheit nehmen, einen Schritt zurückzutreten und in dieses divergen Winkeladvokatur, Semantik und sonstige Streitchen ist es, glaube ich, ausdiskutiert. Was mich Winkeladvokatur umtreibt, ist auch schlimm, ne? Das war jetzt eine harte Beleidigung. Das war hart, ja, aber ich glaube, da kann es ab. Aber sie ist keine Politikerin, sie darf das natürlich. Ja. Also ich habe heute gelesen, es gibt 80% der Deutschen haben laut Umfrage Verunsicherung angesichts dieser Wärmewende. Und das sind ja Leute ganz unterschiedlicher Herkunft, insbesondere in Ostdeutschland, wo Leute kleine Einfamilienhäuser, aber kein Geld. Und jetzt hören die irgendwie 20.000 Euro für eine Wärmepumpe. Und häufig ist es halt, die haben 30 Jahre Laufzeit. Das heißt, die nach der Wende, kurz nach der Wende, eine neue Heizung gekauft haben, sind jetzt dran. Also die Verunsicherung im Land ist riesengroß. Und ich glaube, das muss man ernst nehmen. Und wenn man als Regierung gut beraten ist, tut man das. Und was ja... Und das, finde ich, ist, wenn man so will, ein Kollektivversagen aller drei beteiligten Regierungsparteien. Dieses Gesetz, also es ist irgendwie ein Riesending. Und wenn man sagt, man muss CO2 einsparen und klimaneutral bis 2045 und der Wärmesektor ist einer, wo noch wahnsinnig viel Luft nach oben zu tun ist, so, dann muss man doch irgendwie das Ganze so einstielen, dass diese Verunsicherung möglichst nicht besteht, dass das sozial abgefedert wird, dass das mit einer Stimme kommuniziert wird. Und da würde ich sagen, fängt es an, ehrlich gesagt, bei Robert Habeck, der das irgendwie den Gesetzentwurf rausgegeben hat, als er offenkundig noch nicht fertig war, das hat er selber gesagt. Wo übrigens, und das ist ein Riesenproblem für die Grünen in meinen Augen, die seit Jahren dafür kämpfen, von dieser sozialen Kälte, von diesem Image sozial kalt zu sein, wegzukommen,
haben wirklich Parteitage zum Thema Soziales und so weiter gemacht und wollen nicht die Partei der Besserverdienenden sein und machen dann bei so einem Gesetz, vergessen sie als ersten Schritt mal die soziale Frage. Dann kursiert das Gesetz und Robert Habeck sagt in den Tagesthemen sozusagen, Gott, oh Gott, diese Durchstecherei, das ist so schrecklich, sozusagen schuld sind die, er hat ja die FDP nicht wörtlich benannt, aber sagen war klar, die FDP soll es rausgegeben also haben, wo man so denkt, im politischen Berlin wird sozusagen alles und jedes durchgestochen und das war überhaupt keine solide Erklärung und so. Und irgendwie, man kann es jetzt noch so weiterführen. Im Grunde dieses wirklich heikle Thema ist von allen Beteiligten, und dazu meine ich auch die Protokollerklärung im Kabinett, von wegen, wir sind uns einig, aber irgendwie doch nicht einig, ein 30-stündiger Koalitionsausschuss, von wegen, wir haben das zwar letztes Jahr alles schon mal verhandelt, aber jetzt sind wir uns doch total überkreuz, bis hin zu, im Bundestag wird das alles noch mal ganz anders gemacht. Das führt dazu, dass die Leute, die im vor Augen haben 2024, das ist nicht mehr lang hin, einfach Angst Panik haben. Ja. Und das ist das Problem. Und deswegen interessiert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht im Detail, wer da jetzt Recht hat. Ja, nee. Sondern ich finde in dem aber Punkt, Detail, in einem wahnsinnig wichtigen, die Details sind auch wichtig. Nee, doch, es gibt ein Detail, das sehr wichtig ist in dem Zusammenhang. Ich wollte nur sagen, es ist total destruktiv und nährt, wir haben vorhin über Bürger in Wut im übertragenen Sinne gesprochen, damit nährt es genau das und wenn man das, und das ist das, was ich okay. anfange. Ich stimme mit Ihnen in der Konsequenz überein. Das Problem ist nur, es gab noch kein Gesetzentwurf, der eine so kurze Verbändeanhörung ermöglicht hat. Die Gesetzentwürfe werden immer den ganzen Verbänden zugeschickt, mit der Bitte um Stellungnahme. Eben falsch war, da haben Sie gesagt, die bösen Verbände haben es zuerst, oder die bösen Grünen haben es erst den Verbänden gegeben, was aber ein ganz normaler Teil der Gesetzgebungsverfahrens ist, aber dass man die anhört, die betroffen sind. Noch einmal, dann mache ich keine Verbändeanhörung, wo die Leute nur 6 Stunden Zeit haben, sich auch nur über 171 Seiten herzumachen. Also der Druck, der da entstanden ist, hat dazu geführt, dass viele uns erklärt haben vorher, also die Regierung macht eine Verbändeanhörung, wir werden im Deutschen Bundestag mit Sicherheit auch im Ausschuss eine Anhörung machen, weil ja nicht alle angehört worden sind und die Abgeordneten sich einen eigenen Eindruck verschaffen müssen. Aber der Druck, der da erzeugt worden ist, steht in keinem Verhältnis zu der Notwendigkeit der Umsetzung. Herr Kubicki, ganz kurz, Sie haben mit diesem Druck nichts zu tun? Nein. Sie als FDP, als Teil dieser Regierung, mit dieser Geschwindigkeit. Ganz kurz, ich will Ihnen was vortragen. Ich würde Ihnen gerne was vortragen. Ja. Sie haben vorhin gerade gesagt, Sie wissen nicht mehr so ganz genau, was in diesem Koalitionsvertrag drinsteht. Ich lese es Ihnen mal vor. Wir haben uns das mal angesehen. Das ist sehr interessant. Am 24. November 2021 schreiben Sie, also Sie auch mit, die FDP, in den Koalitionsvertrag, zum 1. Januar 2025 soll jede neu eingebaute Heizung auf der Basis von 65% erneuerbaren Energien betrieben werden. Ja, und? Das ist Ihnen gerade nicht eingefallen, die 65%. Nein, das ist wichtig. Noch einmal, die 65% heißen nicht Wärmepumpe, die 65% heißen auch Biomethan beispielsweise oder Holz. Ja, ganz kurz, ich will nur sagen, so. Oder Wasserstoff. 23. März 2022, wenige Monate später, 22 gibt es einen Koalitionsausschuss, da steht dann Folgendes drin, auch von Ihnen mit unterschrieben. Wir werden jetzt gesetzlich festschreiben, dass ab dem 1. Januar 2024 möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden soll. Und am 28. März 2023, noch mal ein Jahr später, jetzt gerade, im Koalitionsausschuss am 24. März 2022 haben wir beschlossen, gesetzlich festzuschreiben, dass ab dem 1. Januar 2024 möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden soll. Was ich sagen will ist, man kann dieses Gesetz doof finden, man kann das Thema Wärmepumpen doof finden, man kann diese Geschwindigkeit doof finden, das kann man alles machen. Aber so zu tun, als wäre das ausschließlich auf dem Mist von Robert Habeck und seinen Leuten gewachsen, das ist einfach nicht in Ordnung. Das waren sie alle gemeinsam. Ich habe doch vorhin erklärt. Aber bei den Leuten entsteht der Eindruck, da gibt es den Satan mit der Wärmepumpe, Robert Habeck, und wir retten euch jetzt vor diesem bösen Dämon mit der Wärmepumpe. Das ist der Eindruck, der entsteht. Doch. Ach, Herr Lanz, wissen Sie, es tut mir jetzt wirklich leid. Ich habe vorhin erklärt, Sie können das ja, Leute können das von der Mediathek vielleicht noch nachsehen, dass wir einen Koalitionsvertrag vereinbart haben, dass ab 01.01.2025 der Wärmesektor CO2-neutral oder klimaneutral mit Wärme versorgt werden soll. Und dabei bleibt es auch. Da steht nicht drin, dass wir eine Wärmepumpe einbauen sollen. Da steht beispielsweise 65%.
Ja, aber die Wärmepumpe bietet keine 65% regenerative Energien. Ist völliger Quatsch momentan. Nein, es ist ja alles durcheinander gerade. Es ist ja das Gefühl entstanden, da ist einer, der kommt zu euch in den Heizungskeller und dann guckt er nach, was ihr da habt. Und wenn ihr nicht brav seid, dann zieht er euch die Ohren lang oder klaut euch die Heizung. Frau Pinzler, können Sie aber erklären... Das war im ersten Gesetzentwurf so enthalten. Sie haben das alle gemeinsam beschlossen. Wir haben den Gesetzentwurf nicht beschlossen, wir haben das Prinzip beschlossen. Das ist ein großer Unterschied. Okay. Das Feintuning sozusagen, was in der Montagehalle gemacht werden muss, stimmt momentan nicht. Okay, das heißt, Sie haben nichts damit zu tun. Frau Pinzler, können Sie mal erklären, was da im Hintergrund aus Ihrer Sicht wirklich läuft? Ich glaube, dass was im Moment, und da kann ich der Kollegin nur zustimmen, tatsächlich passiert, ist, dass wir eine Situation haben, in der wir erkennen, dass mit der Klimakrise hat irgendwie was mit uns zu tun. Und es hat blöderweise nicht nur was mit den Auspuffabgasen zu tun, sondern eben auch mit dem, was aus der Heizung rauskommt. Das ist vielen Leuten aber nicht klar gewesen. Es haben aber im Koalitionsvertrag die Grünen durchaus das schon als Thema gehabt. Und die anderen beiden Koalitionspartner, die SPD und die FDP, haben dem zum Teil zugestimmt. Die haben gesagt, ja, das mit der Klimakrise ist schon echt ein Problem und wir müssen was machen. Und jetzt machen die Grünen was. Und ich würde auch zustimmen, die ganze Art und Weise, wie das Gesetz entstanden und kommuniziert wird, ist nun wirklich nicht toll. Nicht vor allem dieser soziale Aspekt, der fehlt, ist ein Riesendrama. Aber was ist da im Hintergrund? Gibt es da im Hintergrund, einen Phantomschmerz derer, die bis dahin mit dem, was da an Thermen verbaut wurde und so weiter, sehr gutes Geschäft? Naja, ich würde nicht sagen, das sind Phantomschmerzen, das sind richtig ökonomische Einbußen, die da passieren. Okay. Wir sind eins der Länder in Europa, die am meisten von der Gasindustrie abhängig sind, immer noch. Und es ist ein großes Geschäft, was da ist. Und jede Industrie, die ein großes Geschäft macht, hat natürlich ein Interesse, das möglichst lange weiter zu verfolgen. Einfach weil sie Geld damit verdienen. Das ist auch nicht verwerflich, das ist in einer Marktwirtschaft, das ist Marktwirtschaft so. Ja. Das Problem beginnt dort, wo dieses Geschäft dann tatsächlich nicht nur dem Klima schadet, sondern auch dem Umbau eines Landes hin in eine klimaneutrale Wirtschaft und in ein klimaneutrales Heizen. Und was wir im Moment erleben, ist, dass eben suggeriert wird, naja, ein bisschen wie beim Verbrenner, wo wir auch gesagt haben, das Verbrenner aus, naja, das muss dann doch nicht kommen, wir können irgendwann mit E-Fuels fahren, wird jetzt suggeriert, wir brauchen eigentlich aus der Gasheizung nicht aussteigen, weil irgendwann, Sie werden es wahrscheinlich gleich auch sagen, kommt dann der schöne Wasserstoff und geht in die Netze rein. Dass der nicht verfügbar ist, dass der wahnsinnig teuer ist nach wie vor, dass es wahrscheinlich völlig verkehrt ist, sich jetzt eine Wasserstoffheizung einzubauen, weil irgendwann die Netze möglicherweise dann den Wasserstoff doch nicht haben, das wird nicht erzählt. Und dass die Heizpumpe absehbar, wir können das ja in anderen Ländern sehen, die es schon haben, die günstigste Form des Heizens sein wird, das wird eben auch nicht erzählt. Das heißt, hinter dieser ganzen Folie, der Habeck hat ein blödes Gesetz gemacht und sozial ist er außerdem nicht, ist natürlich massives ökonomisches Interesse, das Geschäftsmodell, mit dem man jetzt noch Geld verdient, weiter zu behalten. Und das ist das Problem. Gott. Es tut mir für den deutschen Journalismus wirklich leid, weil Deutschland ist verpflichtet. Warum machen Sie nicht gleich den ganzen Journalismus platt? Sie können mir sagen, dass Sie meine Position nicht... Ich finde mittlerweile die Zeit insgesamt ziemlich... Machen Sie auch nicht die ganze Zeitung dafür verantwortlich. Ja, dann mache ich Sie jetzt dafür verantwortlich, weil Deutschland selbstverständlich sich verpflichtet hat, nicht nur die Klimaschutzziele einzuhalten, sondern weil wir bis 2045 einen Pfad beschritten haben. Das tun wir ja nicht. Der FDP-Minister Wissing ist doch völliger Quatsch, ignoriert das Klimagesetz. Tut er. Lassen Sie mal auf. Der Verkehrssektor hält seine Ziele nicht ein. Wir bauen jetzt jedes Jahr 1000 neue Windräder auf. Das bedeutet, wir haben 20.000 zusätzliche Schwerlastverkehre. Wenn Volker Wissing die Klimaschutzziele anhalten wollte, müsste er einfach nur erklären, ich verbiete jetzt Lkw-Verkehr für 3 Tage in der Woche. Mal gucken, was in Deutschland passiert. So einfach ist die Lösung. Da hält er zwar seine Ziele ein, aber es hilft nicht weiter. Weshalb wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben, von diesen starren Sektorzielen abzugehen, das generell über das ganze Jahr zu machen, weil wir verpflichtet sind, das auch einhalten wollen, jedes Jahr die CO2-Emissionen in Deutschland zu reduzieren. Das wird auch tatsächlich passieren, spätestens 2027, weil der Emissionshandel, der europaweit gilt, auch fürs Gebäude und für den Verkehr umgesetzt wird. Das heißt, der Deckel wird von da ab immer kleiner, weshalb wir auch über andere Dinge vielleicht noch mal reden sollten. Ich habe sehr viel Verständnis dafür, dass jetzt das Framing auftaucht, wer dieses Klimaschutzgesetz oder dieses Gebäudeenergiegesetz von den Grünen nicht toll findet, der will die fossilen Energieträger weiterhin am Laufen halten, der will irgendeiner Wirtschaft dienen. Das ist intellektuell irgendwie nicht Herr Kubicki, dann sagen Sie mir mal ganz konkret, wie wollen Sie die Klimaziele im Wärmesektor erreichen? Und jetzt sagen Sie nicht irgendwann 2030 mit Wasserstoff. Ja, auch 2030 mit Wasserstoff, weil wir momentan 50 neue
Gaskraftwerke bauen als Staat oder bauen lassen müssen als Staat für die Versorgungssicherheit, die auch nur mit Erdgas betrieben würden, die dürfen nur gebaut werden, weil Wasserstoff ready. Die spannende Frage ist, warum erlauben wir das im öffentlichen Bereich und bei den Privaten nicht? Warum erlauben wir... Weil das Zeug noch nicht da ist. Ja, gut, dann erlauben Sie weiterhin, wir haben Bioethanol, Biomethan, Biodiesel. Für 6 Millionen Haushalte könnten wir die Versorgung sicherstellen. Wir haben Holz beispielsweise, warum heute einem Schreiner verboten werden soll, seine Abfälle in seine eigene Heizung zu packen, leuchtet mir nicht ganz ein, anderen auch nicht. Es gibt andere Möglichkeiten auch. Und wenn Sie sagen, Wasserstoff ist noch so teuer, stimmt. Aber in dem Moment, in dem ein größerer Markt entsteht, gibt es andere Anbieter. Da gibt es nicht nur LNG aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, sondern Wasserstoff aus Australien und Neuseeland. Definitiv. Ich war da, kann Ihnen das sagen. Die bauen gerade in Neuseeland Geothermiekraftwerke, wo sie Strom erzeugen für 0,1 Cent pro Kilowattstunde. Da können Sie das Ding raushauen, wie nichts Gutes. Die wollen zur Wasserstofftankstelle der Welt werden. Und wenn Sie sagen, das ist ein Check auf die Zukunft, auch das, was Robert Habeck im Kopf hat, dass wir 2030 so viel Wind und Sonne haben, dass wir 80% damit denken können, ist auch ein Check auf die Zukunft. Herr Kubicki, was Sie tun, ist für mich so ein bisschen Voodoo-Klimapolitik. Ja, Ihre Lösungen sind immer entweder ganz weit in der Zukunft oder sie heißen Emissionshandel. Und beim Emissionshandel ist immer dann, wenn der kommt und härter wird, sind Sie die Partei, die sagen, oh, jetzt sind die Preise uns zu hoch. Das ist doch völliger Unsinn. Das ist bei dem Benzinpreis im letzten Jahr passiert, als Sie dafür gesorgt haben, dass die Autofahrer entlastet wurden. Jetzt lassen Sie mich wieder ausreden. Das war ein besonderer Wunsch der Sozialdemokraten. Die FDP hat es damals sehr propagiert. Würden Sie mir jetzt sagen, Sie waren damals dagegen? Bestimmt nicht. Aber lassen Sie mich noch einen Schritt weitergehen. Ich sehe Sie lächeln. Das Zweite ist der Emissionshandel. Ihre Kollegen im Europäischen Parlament waren immer dafür, dass der Emissionshandel nicht verschärft wird. Und in dem Augenblick, in dem der Emissionshandel im letzten Jahr einmal schon automatisch hätte erhöht werden sollen, war die FDP dafür, ihn nicht zu erhöhen. Das heißt, der Emissionshandel ist dann immer diese Lösung, die irgendwann mal kommt. Das dann so. Also die Aussetzung des CO2-Preises war ein Beschluss der Ampel auf Bitten der Sozialdemokraten. Das können Sie vielleicht bei sich noch mal nachlesen. Und der Emissionshandel funktioniert. Er funktioniert im Energiebereich, er funktioniert im Wirtschaftsbereich. Ja, er funktioniert definitiv auch, oder wird funktionieren im Verkehrsbereich und im Gebäudebereich. Aber wenn das so ist, dann müssten Sie doch allen Leuten sagen, geht so schnell wie möglich aus euren Gasheizungen raus, weil es wird teuer. Ja, aber das wird langsam teurer. Jetzt, wenn Sie jetzt in die Wärmepumpe gehen müssen, kostet es auf einmal was und amortisiert es in 18 Jahren. Jetzt haben die Leute Zeit, sich darauf einzustellen und damit umzugehen. Es ist ein bisschen so, als würden Sie den Kuchen haben wollen und gleichzeitig essen wollen. Gut. Hilft mir jetzt nicht weiter. Also, warum nicht? Dankenswerterweise entscheiden Sie das ja nicht im Deutschen Bundestag, sondern der Deutsche Bundestag mit den Abgeordneten, die dort gewählt sind. Würden Sie denn sagen, dass dieses Gebäudeenergiegesetz kommt oder wird die FDP sagen... Nein, es kommt, aber es kommt nicht so, wie wir es jetzt vorliegen haben. Kommt kein Gesetz so aus dem Bundestag raus, wie es reingeht. Das ist ja relativ offensichtlich. Das ist auch so ein Leersatz. Ja, aber es wird deutlich anders werden, als es jetzt aussieht. Oder es wird es nicht werden.